Moin und willkommen bei Knöbel zockt. Ich bin Knöbel und wir zocken. Was zocken wir? Gothic 1. Genau, wir machen da weiter, wo wir beim letzten Mal stehen geblieben sind, nämlich halbtot im alten Lager. Und ich hab's schon gehört, dass Audio immer noch ein bisschen zu laut ist. Das ändern wir jetzt gleich sofort. Zack, zack, zack. Weiterspielen. Das wollen wir doch. Genau, wenn mich nicht alles täuscht, haben wir von Torus den Auftrag, diesen Mordrag aus dem Lager zu entsorgen, um es mal freundlich auszudrücken. Wir haben die Quest, dass wir im Lager aufgenommen werden sollen, wollen, wie auch immer. Und die Prüfung des Vertrauens. Was war, wir sollen zur Mine gehen, zur alten Mine. Genau. Jetzt gehen wir aber noch erstmal gucken, was es hier so alles gibt in diesem wunderbaren Lager. Ich persönlich habe keine Ahnung. Ein Butler. Ja, ein Wassereimer. Hey Mann, neu hier? Dich habe ich hier noch nie gesehen. Wenn du nichts dagegen hast, komme ich ein Stück mit. Du kannst sicher einen Freund brauchen. Ja, Matt. An Matt erinnere ich mich. Matt ist toll. Spoiler Alert, es ist egal, was wir auswählen. Warum nicht? Komm mit. Großartig. Wir können uns ja auf dem Weg etwas unterhalten. Sag mal, wohin geht es eigentlich? Oder ist das eine Überraschung für mich? Ich mag Überraschungen. Ja, Fragen über Fragen. Ich habe keine Ahnung, wohin es geht. Wir gucken uns das erstmal alles an. Butler. Der hat einen Namen. Snuff, wie auch immer. Was hat er uns zu erzählen? Wie steht's? Nicht schlecht. Wenn man gut kochen kann, hat man viele Freunde hier. Willst du etwas von meinem Reiseintopf? Hier, nimm und lass es dir schmecken. Du könntest mir einen Gefallen tun. Okay. Was kann ich für dich tun? Du bist sicher gutes Essen gewöhnt. Ich hab da ein neues Rezept. Fleischschwanzen-Ragout à la Snuff mit Reis und Pilzen. Du kannst haben, so viel du willst. Aber ich brauche noch 3 Fleischschwanzen und einige Höllenpilze. 5 müssten reichen. Fleischschwanzen, das waren diese ekelhaften Viecher, wovon wir unsere ersten Erfahrungspunkte gekriegt haben. In Folge 1. Hört sich gut an. Wir sagen mal, hört sich gut an, weil wir sind tot, quasi. Also wenn wir jetzt noch einmal gehauen werden, liegen wir wieder um Boden und mal gucken. Hört sich gut dann an. Dann sieh mal zu, dass du die Sachen besorgst. Der letzte, den ich losgeschickt habe, kommt einfach nicht wieder, ist bestimmt zum neuen Lager übergelaufen. Ich glaube, der ist tot. Wer war das denn? Wer war der Typ, den du vor mir losgeschickt hast? Sein Name war Neck. Er war ziemlich unzufrieden hier. Ich denke, er ist jetzt im neuen Lager. Hab ihn Pilze suchen geschickt, aber er kam nicht wieder. Ja, super. Das macht mir ja Hoffnung. Wo finde ich Fleischschwanzen? Da, wo Müll rumliegt. An der Burgmauer gibt es einige verlassene Hütten. Da solltest du welche finden. Lass dich von ihrem fiesen Aussehen nicht täuschen. Gekocht sind sie lecker. Matt rechts hat auch irgendwelche Zuckungen. Aber ja, der fällt mir die ganze Zeit ins Wort. Das finde ich voll unnett. Wo finde ich Höllenpilze? Wenn du aus dem Südtor rausgehst, das ist der umgestürzte Turm, findest du direkt vor dir eine Ebene, auf der Pilze wachsen. Ja, gut, dann... Lass dich von mir nicht stören. Ich bleibe einfach bei dir, keine Sorge. Super, Matt, super. Wir sollten versuchen, irgendwie mal zu schlafen oder so. Fingers. Ach, das ist doch der Diebeslehrer, oder? Mal gucken, was er erzählt. Du würdest nicht zufällig bei Diego ein gutes Wort für mich einlegen. Kommt drauf an. Wenn du zeigst, dass du als Dieb was gelernt hast, könnten wir dich schon brauchen. Wie soll ich das machen? Lerne ein Diebestalent. Werde geschickter im Schleichen, im Taschendiebstahl oder im Öffnen von Schlössern. Dann werde ich dir meine Stimme geben. Okay, das trifft sich, weil zumindest Schlösser öffnen ist, denke ich, mega sinnvoll. Ich will Schatten werden. Und? Suche jemanden, der mir was beibringt. Ich suche jemanden, der mir was beibringt.
Wie kommst du auf mich? Diego schickt mich. Sag das doch gleich. Wenn du im Lager aufgenommen werden willst, hilft es, wenn du ein geschickter Kämpfer oder Dieb bist. Wenn die einflussreichen Schatten in diesem Lager dich auf die Probe stellen, werden sie dir Aufträge geben, bei denen du dich besser nicht erwischen lässt. Deswegen ist für den Anfang der Weg des Diebes für dich vielversprechender. Wie es der Zufall so will, bin ich der beste Dieb im ganzen alten Lager. Was für ein Zufall. Na, was kann er mir beibringen? Was kannst du mir beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen? Alles. Schlösser öffnen, 10, 20 Lärmholen. Ich will lernen, mich lautlos zu bewegen. Ich glaube, ohne falsche Bescheidenheit, ich bin einer der besten Diebe, die sie in die Kolonie geworfen haben. Aber wenn es darum geht, zu lernen, wie man sich leise bewegt, ist Cavalorn der bessere Mann für dich. Wer ist Cavalorn und wo finde ich den und... Wo finde ich Cavalorn? Er jagt in der Wildnis. Du findest ihn auf dem Weg zum neuen Lager. Westlich des alten Lagers beginnt eine breite Schlucht. In dieser Schlucht steht eine alte Holzfällerhütte. Dort findest du ihn. Ich höre nicht mehr auf das Gefahr. Okay. Also, Taschen... Hast du eigentlich keinen Plan, wo du hin willst? Suchst du ein stilles Plätzchen, wo wir ein bisschen reden können und so? Matt. Du bist kaum 5 Minuten bei mir. Ich möchte dich jetzt schon töten. Ich glaube, darauf läuft es auf kurz oder lang hinaus. Ja. Schlösser öffnen wäre total geil, wenn wir das lernen würden. Genauso wie Schleichen auch. Taschendiebstahl nicht unbedingt. Aber 10 Lärmpunkte, das wäre einmal quasi unser erstes Level, würden dann komplett da reingehen. Das wäre ein bisschen krass. Weiß ich nicht. Hier ist nichts. Hier ist aber ein Bett. Wir schlafen mal eine Runde. Denn dann haben wir wieder volles Leben. Noch so schön. Hier ist auch eine Kiste. Wir speichern mal eben. So viel dann dazu. Also wir hätten es probieren können, aber der Dietrich ist abgebrochen. Und wir hatten offensichtlich einen Dietrich. Betonung auf hatten. Wir könnten nochmal neu laden, aber das wäre auch so ein bisschen exploiting. Also da kommen wir gerade her, dann gehen wir... Hast du eigentlich keinen Plan? Können ja mal ansprechen. Kannst du mal bitte einen Moment die Klappe halten? Klar. Vielleicht haben wir jetzt ein bisschen Ruhe. Ich wage das zu bezweifeln. Hier ist ein Haus. Da unten stehen ganz viele Menschen. Sketti. Fragen wir mal. Ich will mich dem Lager anschließen. Kannst du mir dabei helfen? Wenn du es schaffst, mich zu beeindrucken, vielleicht. Einige der besten Kämpfer aller drei Lager kommen hierher, um sich zu messen. Fordere einen von ihnen heraus und kämpfe gegen ihn. Je nachdem, wie gut du dich schlägst, wird mein Urteil über dich ausfallen. Okay, also müssen wir wahrscheinlich gewinnen dafür, dass wir seine Stimme kriegen. Und da wir momentan gerade so mit einem Scavenger fertig werden, glaube ich nicht, dass wir jetzt da eine große Chance haben. Das werden wir also ein bisschen vertagen. Was machst du hier? Ich kümmere mich um die Arena. Organisiere die Wetten, heure neue Kämpfer an und so weiter. Okay, das Ding ist halt, ich möchte eigentlich als Magier spielen. Das heißt, ich muss mich entweder dem... Ja, wobei, ich glaube, ich kann als in allen drei Lagern Magie wirklich lernen. Aber wenn ich jetzt irgendwann mal Stufe 2 erreiche und die... Oder Stufe 1 erreiche und die Lernpunkte habe, wäre es technisch gesehen, da ist ein Fleischpanzer. Wäre es technisch gesehen wahrscheinlich klüger, die Dings zu nehmen. Das Ganze erstmal in irgendwelche Kampfteile zu investieren, aber das wäre wiederum doof.
Wir fragen erstmal Sketti, warum wir die aus den anderen Lagern überhaupt hier kämpfen dürfen. Ich dachte, das alte und das neue Lager verstehen sich nicht besonders gut. Wieso lasst ihr ihre Leute hier kämpfen? Ganz einfach. Wenn es hier einmal die Woche einen Kampf gibt, sehen es die Buddler am liebsten, wenn einer der Banditen aus dem neuen Lager was aufs Maul bekommt. Wenn einer von denen kämpft, wird mehr gewettet. Das ist gut. Ich persönlich kann die Schweine aus dem neuen Lager ja nicht ausstehen, aber Geschäft ist nun mal Geschäft. Ja gut, und auf die Fresse ist natürlich gut. Ich will wetten. Aber im Moment findet kein Kampf statt. Der nächste Kampf ist in ein paar Tagen. Er wird vorher angekündigt. Oh gut. Trainiert er auch? Trainierst du auch Kämpfer? Schon, aber nicht zum Spaß. Wenn ich dich trainieren soll, musst du dafür zahlen. Aha. Das heißt, da müsste ich erst irgendwie an Erz kommen. Wie auch immer. Johannes, Kiago, Karin. Schnacken wir doch mal mit dem da. Das ist einer der Sektenmenschen. Was machst du hier? Ich? Ich kämpfe für den Ruhm des Schläfers. Was ist der Schläfer? Was ist der Schläfer? Bei uns im Lager findest du Priester, die dir diese Frage besser beantworten können als ich. Ich will dir nur so viel sagen. Der Schläfer ist unser Erlöser. Er hat uns an diesen Ort geführt und er wird uns auch wieder hier herausholen. Du meinst, ihr wartet darauf, dass euch euer Gott befreit? Ja, und das Warten wird bald ein Ende haben. Die Vorbereitungen für eine große Anrufung laufen schon. Okay. Was ist das für eine große Anrufung, die ihr plant? Unsere Propheten sagen, die gemeinsame Anrufung des Schläfers sei der Schlüssel zur Freiheit für uns alle. Wenn du mehr darüber erfahren willst, begib dich zu uns ins Lager. Kannst du mir den Weg zu eurem Lager beschreiben? Hier im alten Lager sind immer einige Novizen, die Neuankömmlinge wie dich in unser Lager begleiten. Du musst sie nur ansprechen. Du kämpfst in der Arena? Ich wurde von meinen Meistern aus dem Sumpf hierher geschickt, um für den Schläfer zu kämpfen. Zu seiner höheren Ehre kämpfe ich, auf dass alle Ungläubigen sehen, wie stark ich dank seiner Macht geworden bin. Ja, gut. Der sieht mir aus wie einer aus dem neuen Lager. Ich bin neu hier. Wer bist du? Ich bin Karim. Du bist wohl wirklich gerade erst reingeworfen worden. Sonst hättest du schon von mir gehört. Ich bin der beste Kämpfer, den dieses dreckige Lager je gesehen hat. Den kaputt zu machen? Noch will ich ihn nicht herausfordern, aber wenn ich den kaputt mache, dann habe ich, glaube ich, gute Chancen. Kiago. Hi, ich bin neu hier. Ein Neuer. Erzähl mir was von draußen. Es ist schon über einen Monat her, dass ich Neuigkeiten aus der Außenwelt gehört habe. Ich bin Kirgo. Ich kämpfe in der Arena. Ja, gut, wir erzählen jetzt also nichts von außen. Bist du gut? Im Kämpfen? Ich bin noch nicht lange dabei. Aber ich habe schon einen Kampf gewonnen. Aber auch den fordere ich noch nicht heraus. Kann es sein, dass du im Kreis... Ja, Matt, wir laufen im Kreis. Da hast du vollkommen recht. Dieses Lager hier ist kreisförmig aufgebaut. So, hier sind Fleischwanzen. Die wir nicht kaputt kriegen. Oh, ich liebe diese Steuerung. Das macht richtig. Halt die Schnauze. Wir brauchen Fleisch. Ja, gibt keine Fleischwanzen. Keine Fleischwanzen-Ragout für uns. Wir können Mattia mal bitten, sich zu verziehen. Verpiss dich. Willst einen Moment allein sein, hm? Ich hab mich schon richtig an dich gewöhnt. Wir werden sicher eine Menge... Ja. Ich würde gerne diese Fleischwanze töten. Vielleicht sollten wir dazu unsere Waffe ablegen.
Denn das hat ja beim letzten Mal auch ganz gut geklappt. Das ist doch bescheuert. Hey, wir haben eine geschafft. Und die zweite. So. Wegen was haben sie dich eigentlich hier reingeworfen? Hast du auch ein Faible für Tiere? Das haben sie ja gar nicht gerne. Da haben sie mich eingebuchtet. Ja, Matt. Das klingt... Das passiert mir nicht nochmal. Toll, ein Faible für Tiere. Man darf auch nicht alles glauben. Auf gut Deutsch Ziegen, oder? Das passiert oder mir nicht nochmal. Was? Solange ich okay, nichts damit zu tun. Da brauchen wir einen Schlüssel für. Wir haben natürlich keinen Schlüssel. Geschweige denn ein Dietrich. Warum passiert sowas immer wieder? Aber hey, die Hälfte unserer Erfahrungspunkte haben wir schon zusammen. Ah, ein neues Gesicht. Was willst du? Ich will dir meine Hilfe anbieten. Du bist neu hier und Neue bekommen schnell Ärger. Mit einer kleinen Spende an mich könntest du dir einiges davon ersparen. Nur 10 Erzmann, das ist nicht viel. Und was bekomme ich dafür? Solange du in meinem Viertel bist, passe ich auf dich auf. Wenn du mal Ärger mit Typen aus dem neuen Lager haben solltest oder mit einem der Sektenspinner, die dir die Backe voll quatschen, kannst du auf mich zählen. Wenn du dich mit einem Buddler anlegst, helfen wir dem, der gezahlt hat. So einfach ist es. Und wenn beide gezahlt haben? Dann sehen wir uns die Show an. Aber oft kommt das nicht vor. Selbst wenn ich wollte, könnte ich nicht zahlen. Und wenn ich nicht zahle? Hey Mann, mach dir keinen Stress. Du bist neu hier. Sieh dich mal ein bisschen um. Sammel erst mal etwas Erz und wenn du bereit bist zu zahlen, dann zahlst du. Du kannst es jederzeit nachholen. Nur bitte rechne nicht mit meiner Hilfe, solange du nicht einen kleinen Beitrag zu meinen Unkosten geleistet hast. Das verstehst du doch. Wir sehen uns später. Pass so lange gut auf dich auf. Das Ding ist, selbst wenn ich die 10 Erz zahlen wollte, habe ich sie nicht. Eine Torwache. Vielleicht hat der irgendwas gesehen. Hi. Beweg deinen Arsch. Rein oder raus, mir egal. Hauptsache, du stehst mir nicht vor der Nase rum. Lass mich mal vorbei. Ganz viele Pilze. Wir können ja mal gucken. Pilze und Scavenger. Waldbeeren und Pilze. Weil ich glaube, dann haben wir nämlich... Oh. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob wir uns mit denen anlegen sollen. Matt ist weg. Wo auch immer Matt hin ist. Ich speichere mal eben und... Bevor wir uns dem Ende der Folge entgegengehen, da liegt nämlich eine Leiche. Aua. Okay. Wir laden einmal eben. Ich wollte gerade sagen, bevor wir die Folge beenden, könnten wir noch diese Molarats umhauen. Und damit es nicht bei so einem übelsten Cliffhanger bleibt, probieren wir das nochmal. Ich habe die Hoffnung, dass... Okay, so sind es nur 2, das ist schon mal gut. Nur er fokussiert sie nicht. Und wir sind quasi wieder tot. Okay, Freunde. Komm, wir probieren es noch einmal. Die Frage ist natürlich, was er fokussiert.
ein Molerat war. Und noch einmal. Okay, das ist jetzt der letzte Versuch. Wenn das Ganze jetzt nichts werden sollte, wovon ich fast ausgehe, dann probieren wir es in der nächsten Folge nochmal. Okay, der ist aggro. Aber jetzt haben wir nur einen gezogen. Das ist gut. Okay, da kommt der nächste. Okay, einer noch. Oh mein Gott. Sehr schön. Okay, im vierten oder fünften Anlauf haben wir die Moderats geschafft. Ein Erfolgserlebnis zum Ende der Folge. Wir sind zu Schutzgeldforderungen aufgezahlt worden. Und wer da liegt, das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dann.